einfach keine Projects kaufen sollen, hättest du die Penya für die Wingsets, hast sie halt gekauft, weil die upgraden, weil du upgraden wolltest, aber dann gemerkt, dass es sich nicht rentiert. Was predige ich hier tagtäglich, Mr. Sky Mansion? Niemals selber upgraden. In dem Fall bin ich zwar irgendwie ein Heuchler, indirekt, aber eigentlich nicht. Also in dem Fall bin ich ein positiver Heuchler. Weil ich upgrade zwar selber die ganze Zeit, aber erstens ist ein Großteil der Scrolls, die ich verwende, seelengebunden, wo man schon mal sowieso nicht den gleichen Maßstab setzen kann, weil die könnte ich ja auch niemals für einen vollen Preis verkaufen. Das heißt, sie sind ja effektiv auch wesentlich weniger wert als richtige Scrolls. Also die Hälfte meiner Scrolls ist in der Regel gebunden. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, it's entertainment. Ich sage ja jeden Tag, dass sich das nicht lohnt. Selbst wenn man Glück hat, kann sich's nicht lohnen. Das ist ja das Traurige dran. Selbst wenn man übelst reinlag, kann es sein, dass man trotzdem Geld verliert. Theoretisch. So beschissen ist das einfach. Und deswegen sage ich immer einfach Equipment kaufen. Bei Pets genau das gleiche. Pets rerollen ist auch dumm. Einfach fertige Pets kaufen. Es gibt so unfassbar viele Pets. Und teilweise gibt es echt gute Angebote. Es gab schon oft Pets, die echt sehr preiswert verkauft wurden, weil derjenige einfach Geld gebraucht hat oder so. Jeden zweiten Tag sieht man im Schauten ein Pet, das eigentlich echt vernünftig bepreist ist. Gibt nichts, wo sich das selber machen lohnt. Außer man hat halt alle seelengebundenen Scrolls und so gratis bekommen. Ich meine, dann natürlich schon. Weil dann hat man effektiv nichts dafür ausgegeben. Aber niemals Scrolls kaufen oder F-Coin aufladen und dann upgraden. Würde ich nicht machen. Lieber F-Coin aufladen, also wenn man schon auflädt, und sich direkt das Equipment holen und ja nicht zum Glücksspiel verleiten lassen. Das ist nämlich eigentlich immer teurer. Das sage ich hier jeden Tag. Noch nie was anderes gesagt. Don't gamble, kids. It's not worth it. Wie spricht Mike Tyson Dosenfleisch aus? Dosenfleisch. Bruh. Dreckiger Hater. Zweite Klasse in der Schule in der Pause über die Straße gerannt und beim indischen Laden eine Packung Yum Yum für 25 Cent gekauft und als Block gegessen. Wie Chips quasi, oder was? Einfach trocken, oder wie? That shit is disgusting, bro. What the fuck? Was hast du da mit der Soße bzw. dem Pulver gemacht? In die Wasserflasche geschüttet und dann noch ein geiles Getränk für den Tag gehabt. Einfach in die Emil-Flasche, und dann... Hey Leute, wollt ihr auch einen Schluck? Ein bisschen Garnelenpulverwasser, Alter. Lecker Schmecker. In die gammelige Emil-Flasche, Alter. Es ist nicht leicht, glatzhaarig zu sein. Hier ist niemand glatzhaarig. Wir haben alle eine volle Haarpracht, denn wir spielen Flav. Das Mittel für ultimativen Haarwuchs. Jetzt Flav Universe. Vergesst Alpizin. Flav. Dopingmittel für die Haare. Nur für die Haare. Und ja, wir haben hier einen Slogan geklaut, aber scheiß auf die. Nur für die Haare. So. Fahren die Leute nicht mehr in die Disco, oder wie? Diese verdammten Schweine. Hocken jetzt alle nur noch daheim und kiffen. Dieses verdammte Kiffgras ruiniert also Arbeitsplätze, ich wusste es. Dieses vermaledeite Kiffgras. Söder hatte recht. Malzbier, hammergeil. Malzbier ist 8-Jähriger und so tun, als wäre man betrunken? Boah. Ballert. Malzbier ist 8-Jähriger und dann so tun, als wäre man betrunken? That shit is fire. That shit is fucking fire. Das erste Karamalz aus der Flasche saufen? Richtig geil.
Malzbier, ist ultra räudig. Was zum Teufel stimmt mit euch nicht?